Im Innere des wenige hundert Meter von Canole entfernten Ortsteil Cerceto erreichte man die Masseria Torcito. Sie liegt am Ende der Via Calabra, eine Verlängerung der Via Appia, die im Jahr 312 vor Christus von Appius Claudius Cecus gebaut wurde. Die alte Straße hatte ihren Anfang in Rom und durchquerte Capua und Benevento und erreichte am Ende Taranto und Brindisi. Zusammen mit der Via Calabra wurde sie als Zubringer nach Griechenland in der Zeit der Samnitenkriege erweitert. Die Masseria Torcito wurde im 17. Jahrhundert nach der fast vollständigen Vernichtung durch die Sarazenen wieder aufgebaut. Sie liegt im Ortsteil Cerceto. Die Provinzverwaltung von 1970 entschied, das gesamte Gebiet von Cerceto aufzuforsten, um die Wälder am Mittelmeer und alle die heimlichen Arten zu schützen. Das bestimmende Merkmal dieses Gebiets wurde so gerettet. Die Masseria Torcito ist offensichtlich sehr alt, obwohl sie gut erhalten ist. Das ursprüngliche Gebäude geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Erst im 21. Jahrhundert wurde sie einer ganzen Reihe von Renovierungen unterzogen, die bis März 2002 dauerten. Heute ist die Masseria ein touristischer Anziehungspunkt von Canole und eine wunderbare Location für Musik- und Kulturveranstaltungen. Im Jahr 1274 gewährte Karl I. von Anjou das Lehenswesen von Cerceto und nebst Masseria Torcito der mächtigen Familie Castromediano. Danach wurde es verschiedenen Adelsfamilien des Gebiets wie der Familie Lubelli di Serrano gegeben. In der Masseria Torcito findet man eine kleine, dem heiligen Vitus gewidmete Kapelle. Außerdem gehört eine byzantinische Krypta und auch Ruinen eines mittelalterlichen und vermutlich aus byzantinischer Zeit stammenden Friedhofs dazu. Wenige Meter entfernt gibt es einen sehr gut erhaltenen Taubenturm, wo mehr als 3000 Vögel Platz haben. Die alte unterirdische Ölpresse neben der Masseria Torcito zeigt, dass man in der Masseria seine Lebensmittel selbst herstellte. Da werden noch die Überreste des Mahlsteins und die Grundfeste zweier verschiedener Ölpressen, die eine alla Calabrese auf Art Calabrens gepresst und die andere alla Genovese auf Genueser Art.